ohne die richtigen Charaktereigenschaften kommst du gar nicht dahin, wo wir jetzt sind. Du kannst nicht das Leben in vollen Zügen genießen und gleichzeitig eine riesen Fußballkarriere haben wollen. Das geht nicht. Also ich denke, wie bei so vielen Dingen ist es halt eine Sache von Maß und Timing. Also da kommt auch schon mal Schokolade oder was anderes vor. Ich denke mal, da ist auch nicht so schlimm, solange man halt nicht übertreibt. Du wirst als 16-Jähriger entdeckt und von dem Moment an hast du nicht nur mehr Verantwortung für dich selber, sondern für alle anderen um dich herum auch noch. Das heißt, es redet dir jeder rein, ohne Ahnung zu haben, gibt dir jeder Ratschläge und so weiter. Das Leben verändert sich schon im Sekundentakt oder von jetzt auf eben. Ab und zu vermisst man das schon, dass nicht die Leute dich immer erkennen, wenn du irgendwo hingehst oder jemand dich anschaut beim Essen. Das ist schon ab und zu mal komisch oder man wünscht sich mal, okay, hoffentlich kann ich mal frei herumlaufen, dass mich keiner kennt. Aber das gehört auch zu unserer Arbeit und man muss einiges verzichten können, wenn man auch Profifußballer werden möchte. Ich bereue nichts. Ich weiß nur, dass man schon von der Jugend an sehr viel Zeit da rein investiert. Allein durch die Geschichte sind sie schon sehr auf Erfolg aus. Aber die Leute im Umfeld sind bescheiden und freuen sich einfach auf das Spiel und werden alles für den Verein tun. Ja, ich glaube, es gibt immer Up and Downs in einer Karriere. Es gibt Verletzungen, die auch dazu gehören. Ich verliere natürlich auch nicht gerne, aber es ist nicht so, dass ich jetzt weinend in die Kabine reingehe, wenn ich ein Spiel verliere, sondern schaue an natürlich, was nicht gut war und probiere das nächste Spiel dann besser zu machen. Und immer braucht es auch wieder Fleiß und Arbeit.